Ja, bei mir jetzt ein Dreifach-Torschütz, Dimitri Volkart. Erzähl mal, wie fühlt man sich, wenn man an so einem Match 3 Goal schiesst? Ja, super. Also wir rechnen eigentlich selten damit. Es gibt oft einmal so kleine Durchstrecken, wo man 3-4 Matches auch keins macht. Und wenn es dann so einfach geht, das macht eine riesen Freude. Als ich runtergelaufen bin, haben sie mir noch nachgerufen, fragen doch dann an, wie viel Hattrick er schon geschossen hat. Magst du dich gerade erinnern? Ja, also seit ich im Erwachsenenfußball bin, noch keiner. Das erste Mal. Darum eigentlich eine Premiere. Das letzte Mal war vermutlich irgendwo in der U18, U16, so irgendetwas. Gehen wir gleich noch schnell auf den Match ein, weil den haben wir ja dominiert, souverän. Ja. Wie war es für dich auf dem Platz? Hast du das auch so erlebt? Oder hat Lugano doch auch Gegenwehr gehalten, wo ihr noch ein bisschen Mühe bekommen habt? Eher weniger, sage ich jetzt mal. Ich sage so, ab der 30. haben wir ein bisschen Anlauf, ein Spiel im Griff gehabt, auch wenn wir nur 1-0 geführt haben, so zwischen 30 und 40. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt. Sonst haben wir es im Griff gehabt, auch vor allem nach dem 3-0, wo kurz nach der Halbzeit kommt, Lugano wirklich gar nicht mehr leisten. Da bin ich fast enttäuscht gewesen, muss ich sagen, von ihnen. Ja. Jetzt Hattrick, der erste im Erwachsenenfußball. Wie feiert Dimitri Volkart heute Abend? Ja, ich hoffe, der Trainer gibt es Freimurm. Dann je nachdem. Sicher etwas trinken oder so raus. Mhm. Und das Samstagabend mit den Kollegen und so geniessen und morgen erholen. Und dann geht es ja wieder in die Woche rein und nachher wartet Biel, oder? Mit was für Gefühlen reist ist nach Biel? Ja, ich denke, es wird schon kein einfaches Spiel. Also die sind einer der besseren Gegner in der Hinrunde. Auch wenn wir das Spiel gewinnen müssen und noch einen blöden Penalty bekommen in der 90. Aber die sind stark und ich glaube, das wird so der erste Härtetest jetzt mal in der Rückrunde. Aber eigentlich ist es auch da wieder. Jetzt können wir eine Serie starten wieder. Dann wünschen wir dir natürlich, dir und der Mannschaft, alles Gute, viel Erfolg und 3 Punkte natürlich. Danke, Rolf, danke. Ja.